Hallo meine Abonnenten, schönen guten Abend. Ja, die Regenzeit nimmt sich auch ein bisschen ein Ende. Und so kann ich auch weiterbauen, mein Haus. Und ich hoffe, das wird wenigstens ein bisschen schneller jetzt gebaut und so. Und ich bin jetzt an meinem neuen Computer ein bisschen arbeiten. Das ist auch wieder alles ein neues Programm. Ich habe ja schon seit 5 Jahren kein Notebook mehr gehabt und so. Und die Windows-Programme sind ein bisschen anders und so. Und auch jetzt ist das alles wieder in Englisch. Muss ich mich auch wieder in Zeit einarbeiten. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich auch dann die Videos, was ich bearbeite, wieder auf dem iPad bekomme. Weil der iPad hat ja die Dings drauf, weil ich komme damit auch nicht so zurecht. So, man weiß das immer, je älter, je schwerer ist das. Man muss das wieder alles von vorne lernen. Ja, das wäre das auch noch. Tja, wie ihr es gesehen habt, das letzte Video, das Haus hat schon Fortschritte gemacht. Nur das Problem, meine Dachziegeln kommen in 2 Wochen. Ja, ich hoffe, dass ich dann nächste Woche anfangen, meine Fundamente gießen kann, ohne dass am nächsten Tag Regen ist und wieder voll ist. Ja, es ist immer in Regenzeit, das hält viel auf und so. Aber das Haus ist schön geworden und so. Sind zwar kleine Mängel, was man auch übersehen kann, aber sonst ist es gut. Ich will so ein Video zusammensetzen und dann das mal nächstes Mal bringen, von Hausbau von Anfang an, damit ihr mal ein Bild machen kann. Mache ein bisschen Schleichwerbung rein von der Baufirma, wenn einer ein Korat baut in der Nähe möchte, durch die Firma und so. Der kann er anrufen gerne und so. Ich verdiene nichts daran, aber die sind günstiger, als was ich jeden anderen gesehen habe und so. Ja. Denn soweit geht es mir ja gut. Ja. Meine Frau freut sich auch, wenn sie in einem neuen Haus leben kann. Ja, so wie ich, das ist viel ruhiger. Ja, da hat sich auch einer so ein Wochenendhaus gebaut. In der Nähe kann ich mal die Bilder bringen. Das sind Holzhütten, 2 Stück. Sie sagt auch, sie arbeitet in Korat. Das ist zu laut. Sie will lieber hier nachher in 3 Jahren hier leben. Und es ist viel ruhiger. Das stimmt auch. Das ist auch viel ruhiger. Ja. Wenn man älter wird, dann wird man den Lärm nicht mehr haben. Ja. Ja, wir waren gestern auch so in Indoor. Da haben wir mal geguckt wegen Möbel, so eine schöne Couch. Ja, so eine schöne Sitzecke aus Leder, 100.000 Thai-Baht. Das hat man auch schon in Deutschland oder mehr und so. Nur gucken, bis das ein bisschen runtersetzen. Und wenn wir jetzt bestellen, wohin. Aber man kann sich überall erstmal angucken und die Preise einholen und so. So wie einen neuen Schreibtisch für meine Frau und so. Ja, den will ich früher holen, weil er Promotion ist, das heißt Angebote. Das ist ein großen Eckschreibtisch mit einem Bürostuhl, zahlt sie knapp 13.000. Und das ist günstig. Der Schreibtisch ist schön mit Schließfach drin und einen Seitenschrank, dass du auch dann hier ein paar Zettel reinpacken kannst. Da kann sie ihre ganzen Schulsachen reinpacken und so. Ja, dann hat sie eine ganze neue Einrichtung im Haus so. Gestern war ja auch die Baubesprechung, wie sie die Küche machen sollen, ein bisschen die Elektroleitung in der Küche und so. Ich will ja nicht so nur 2, 3 Steckdosen haben und so. Es muss ein bisschen mehr sein. Für meine Kaffeemaschine, meine Mikrowelle wird ja eingebaut, praktisch mein Ofen wird eingebaut. Da habe ich die Maße erst durchgegeben, damit sie genau den Loch lassen sollen so. Es gibt viele Sachen und so. Tja, da haben wir ein bisschen geändert, auch im Badezimmer noch so, mit den Fliesen und so. Ja, Fenster wird ja größer reingebaut und so. Das wird so ein Spiegelfenster, da rausgucken kannst du, weil du kannst nicht reingucken, wenn du badest. Das wäre schön, denn wenn nur vorne hinten bei uns welche stehen. Ein Glück, das Badezimmer ist nach hinten raus, das sieht keiner was, aber wenn man in der Badewanne ist, dann kann man schön den Sonnenuntergang beobachten. Das ist Vorteil. Oder zum Swimmingpool gucken und so. Ja, und dann habe ich auch gesagt, da soll ein ganz großer Spiegel dran mit Beleuchtung, Hinterbeleuchtung.
Ja, das muss ich erst auch raussuchen und habe die das über ein Internet gesendet. Jetzt muss ich suchen, wie sie das machen. Und so habe ich gesagt, wie das geht und so. Ja, das wird ein ganz modernes Badezimmer, hoffe ich denn, nach meinen Ideen. Ich habe viel mehr Ideen, aber das kannst du dann mal schlecht umsetzen. Man weiß ja nicht, wie lange halten die LED-Lichter. Ich will ja nicht 5, 6 Jahre dann die ganze LED rausreißen. Deswegen mache ich nur beim Spiegel hinten und bei der Küche ein bisschen und so unten und so, dass das der Sonne, wenn unten abends ist, dass das angeht, dass man abends so ein bisschen bläulich beleuchtet ist in der Küche. Tja. Das wird schön schon. Das kann ich auch alles machen später und so. Aber ich habe erstmal gesagt, das und das will ich haben. Vielleicht macht sie das. Wenn nicht, dann soll sie da unter so eine Fuge auflassen, dass ich da mindestens einen Zentimeter rauskriege und einen halben Zentimeter. Und so. Dann werde ich auch öfter da sein. Und so. Okay, ich würde mich freuen, wenn ich mehr Abonnenten habe und einen Daumen hoch und mehr Kommentare. Und ich wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Machen wir einen Vorschlag, was ich dann nächstes Mal reden soll über Thailand, wo ich dann ein bisschen nachlesen kann. Dann wünsche ich einen schönen Tag noch und Dankeschön fürs Zuhören. Und das ist gut, dass ich genügend Abonnenten jetzt habe bei 391. Das hört sich schon mal gut an. Bis dann. Ciao.